So, hallo, wenn ich jetzt nicht gleich aufnehme, dann wird wahrscheinlich bald die Zeit abgelaufen sein vom heutigen Tag und dann sind die Herausforderungen weg. Deswegen muss ich jetzt schnell aufnehmen. Ach ja, let's go. Okay, wir gucken wieder, welchen Buchstaben wir benutzen müssen für die Wordles. Wow. Okay, ein B. Ein B. Ich glaube, B hatten wir schon öfter, aber das macht nichts. So. Dann nehmen wir als erstes mal Bread. Brot. Nee, ist ja deutsch. Ist ja deutsch. Brote. Gibt es, also lässt sich die Mehrzahl, erlaubt er mir die? Ach, er lässt mir nicht die Mehrzahl. Ach, das ist doch frech. Brote. Er will eben auch die Liebe. Okay. Boten. Hä? Warum? Dann eben Boden. Meine Güte. Jetzt aber. Ja, so. D und E haben wir gewonnen. Dann starten wir doch mit D und E. Deals. Ich meine, es ist eigentlich Englisch, aber ich meine, die Deals gibt es ja auch im Deutschen. Ach komm. Schade. Okay, D. Der Deich. Machen wir den Deich. Okay, das E liegt richtig. Wir haben ein Hage dazu gewonnen. Dann starten wir halt mit einem H. Jetzt kommt kein D. Hemde. Aber jetzt Hemd. Tja, da ist vorbei. Hemd. Heu. Heute, nee. Also wie kriege ich das D unter? Wie kriege ich das D unter? Oh, ich hätte eine andere Idee. Um mal zu gucken, ob das H vielleicht doch gar nicht da liegt, wo man es denken könnte. Die Fehde. Oh, wir haben tatsächlich ein zweites E. Stark. Aber jetzt muss das H doch vorne sein. Okay. Okay, die Herde. Die Herde. Alles klar. Juti. Oh, wir haben keine Musik. Moment. Hier geht schon wieder los. Einmal Musikski. So, jetzt kommt erstmal wieder als erstes die Route 209, weil ich immer, wenn ich das starte, das halt da startet. So viel dazu. Hallo, leiser, Spotty. Oh nee. Spotty hängt, ich kann es nicht leiser. Jetzt kann ich es leiser machen. Okay. Hilfe. Okay, ich kann in Spotty nichts mehr drücken, aber ich meine, es läuft Musik. Das sollte passen. So, nehmen wir noch auf. Nicht, dass ich jetzt Quatsch gemacht habe. Sieht gut aus. Okay, jetzt aber das Brot. Jetzt kommt aber Bernd das Brot. So, also Bread. Zack. Okay, oh, wir haben ein A da hinten gewonnen und ein D haben wir gewonnen. Ich finde es immer schwierig, wenn die Buchstaben mittendrin auftauchen. So da denkt man dann nicht in die Richtung, dass da irgendwas dahin kommt. Also wir könnten Dal. Dallas schreibt man mit 2 L, ne? Ja. Oh, Day. Wir könnten mit Day aufhören. Wednesday, Tuesday, Sunday, Saturday. Nee, es gibt keinen Day mit nur 5 Buchstaben. Schade. Today. Bam. Es gibt doch einen Day mit 2 Buchstaben. Es war nur kein Wochenday, Wochentag. Okay. Stark. Sehr schön. Dann kommt jetzt auch das Brot als erstes beim Quördel. Einmal Bread. Zack. Hä?
Oh, jetzt habe ich die Settings hier oben angeklickt aus irgendeinem Grund. So, das Brett hat mir jetzt nicht so viel Glück gebracht. Dann nehmen wir noch die Coins mit. Zack. Hä, wieso löst jetzt die ganze Zeit da oben den Dings, den Knopf aus? Ich bin doch da gar nicht drauf, wenn ich Enter drücke. Soll das denn? Jetzt brauchen wir noch was mit einem U. Ja, ich hab da was. Ich hab da was, und zwar Purple. Oh, scheiße. Das war nix. Aber Purse. Purse funktioniert. So. Okay, jetzt haben wir da oben PU gewonnen. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Okay, wir müssen doch ein paar mehr Wörter bauen. Wir haben aber bisher A haben wir in zwei Stellen. A können wir noch an der anderen Stelle testen. Oder wir finden direkt Wörter. Ich meine PUI. Und I ist nicht direkt nach dem PU. PU. Ich meine, gibt's Pulli? Pulli? Pulli gäb's. Ist riskant wegen den 2L, aber ich würde es mal testen. So, ich gewinne nicht viel, ich gewinne höchstens, dass das I da hinten ist. Wir haben ein L sogar dabei. Okay, jetzt ist das I. Okay, jetzt wird's stark. Jetzt wird's stark. Weil das I muss jetzt da sein, wo das andere L ist. Und das L muss dann ja hinten sein. Also hört es mit IL auf. Also könnten wir Pupil bauen zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, gibt es noch mehr als die mit dem P in der Mitte? Ich teste es so aus. Es ist Pupil. Okay, gut. Dafür hat mir das Doppel-L da unten was gebracht. Da haben wir nämlich tatsächlich zwei L. Und ein E und ein O. Ich würde da jetzt mal ganz spontan Hello bauen. Weil, also, Entschuldigung, aber wo kommt denn noch O vor und E und Doppel-L? Das kann doch nur Hello sein. Hallo, hallo. Jetzt haben wir da unten C-U-L-A. Das ist auch schon stark. Das C liegt richtig fest hier. Das U liegt nicht da, wo wir jetzt sind. Das L muss an der vierten Stelle stehen. Okay. Gibt es irgendwie Cold? Auch nicht. Kolks? Nee. Okay, dann schätze ich mal. Es ist nichts in der Variante. Interessant. Okay, dann würde ich sagen, es hört mit... Also hier muss ja das A dann sein. Wobei das A könnte auch... Ah, es könnte... Es könnte ja auch... Ula oder Alu hinten sein. Sagen wir mal, es ist Alu hinten. Aber was kann nach C kommen? Von dem, was noch übrig ist, vor allem. Es müsste ja eigentlich ein Vokal da jetzt kommen. Oh, wir könnten noch ein zweites A da hinten haben. Ups. Wie sieht's denn aus mit Kaula? Gibt's auch nicht. Schade. Aulu? Gibt's auch nicht. All? Ah ne, das hätte gar nicht sein können. Okay, okay, ganz ehrlich, ich probiere es mal kurz mit Pause. Nee, ich probiere es mit... Nee, die anderen Buchstaben sind eh schon raus. Ich meine, das, ja, das... Ja, komm. Ich probiere es mit Pause. Ich will wissen, ob A und U da drüben liegen. A und U liegen da. Also haben wir Call. So, jetzt wird's interessant, weil ich habe doch gerade Call mit jedem Buchstaben durchprobiert, dachte ich. Scheinbar nicht. Also dann probieren wir es jetzt nochmal mit jedem Buchstaben durch. Ich dachte, ich habe es mit jedem Buchstaben durchprobiert. Da
Habe ich genau den Buchstaben ausgelassen, der es ist? Gibt's ja nicht. Oh, mit K. Natürlich. Kolk. Ich habe genau das K ausgelassen, ne? Faszinierend. Ich hatte ja K-C-A-U-L-S als Gedanke. Krass. Okay, jetzt haben wir das A und R da oben festgelegt. Außerdem gibt es noch ein K. Okay, jetzt wird es kritisch. Weil ich habe nur noch diesen einen Versuch. Also jetzt alles oder nichts. Kar. Karti. Karta. KG. Es muss ja nicht so sein, also das K muss ja nicht vorne sein. Meint das K könnte auch hinten sein. So Ark. Ark. Was könnte vor Ark sein? Karki. Tarki. Tarka. Das Arka, was könnte denn vor Arka? Varka, Garka, Marka, Marki. Gibt es Marki? Nein. Also das erste mögliche Wort, was rauskommt, nehme ich dann, gell? Nur, dass ihr es wisst. Ark. Das ist entweder was, was ich nicht weiß, oder es wird doch nicht so gebaut, wie ich es gerade vermute. Ich meine, wie gesagt, es kann auch mit Kare anfangen. So, keine Ahnung, Karta. Oder. Karma. Bäm. Okay, stark. Stark, stark, stark. Schöne Sache. Okay. Gut. Dann gehen wir zu Nördel. Wo ich gestern ganz schön viel Quatsch gemacht habe. Gucken wir mal, dass das heute besser läuft. Wir starten mit 90. Nee, ich wollte was. Ah, ich wollte was anderes. Ich hatte mir was anderes überlegt. Ich wollte mal mehrere Rechenzeichen einbauen an den Anfang. Anstatt mehrere Zahlen einzubauen, wollte ich mal mehrere Rechenzeichen einbauen. So, 1 plus 2. Minus 3. Okay, mehr als zwei Rechenzeichen kriegt man nicht rein. Okay. Dann wartet noch mal kurz. Dann kann ich es auch so machen. 1 plus 23. Jetzt sind wir bei 24. Nee, so kann ich es nicht machen. Weil dann machen wir 9. Plus, ich will ja trotzdem möglichst viel machen, ne? Neun plus sieben. Jetzt sind wir bei 16. Minus 6 ist gleich 10. Und jetzt habe ich fünf Zahlen drin. Zwei Rechenzeichen. Das ist doch auch mal ein Anfang. So, Enter. Okay, es ist eine zweistellige Zahl. Die 1 und 0 kommt vor und das Minus kommt vor und die 7 kommt vor und kein Plus. Gut. Und das Minus liegt aber nicht da. Also wird wahrscheinlich eine zweistellige minus eine zweistellige Zahl abgezogen. Könnte Sinn ergeben. Probieren wir es halt mal aus. Gucken wir mal, was macht's denn, wenn ich 71 minus. Es geht eigentlich noch ganz viel. Eigentlich geht gerade noch ganz, ganz, ganz viel. Zu viel, um ehrlich zu sein. Na, minus 35. Minus 45 ist gleich 25. Genau. Jetzt habe ich noch die 2 eingebaut. Ich habe die 5 ein paar Mal eingebaut. Habe ich alles drin? Nein, ich habe keine 1 drin. Ups. Zurück, Kommando zurück. Brauche auf jeden Fall eine 1.
Dann lass mal minus 15 machen. Und dann ist es. Ja, okay, 55. Da habe ich die 5 jetzt ganz schön oft. Ich will ja eigentlich ein paar mehr Zahlen testen. Würde ja schon gern ein paar mehr Zahlen testen. Mach mal minus 14. Ah, ne, die 6. ist nicht dabei. Mach mal minus 12. Und jetzt ist gleich 58. So, jetzt habe ich noch mehr Zahlen getestet. Sehr gut. So, weil wenn es jetzt nicht, weil also wenn die 5, 8 und so weiter jetzt mit rausfliegt, dann wäre das cool, weil dann hätte ich die rausgeschmissen. Aber so kann ich relativ viel testen wieder. Habe ich jetzt alles drin? 1 und 0 ist drin, 7 ist drin, Minus ist drin und nichts ist an einer Stelle, wo es nicht stehen dürfte. Ja, let's go. Wow, okay. Strong. Gut, die 5 ist nicht dabei, also die 5 ist dabei, aber nicht da hinten. Und wir ziehen aber tatsächlich eine Zehnerzahl ab. Und es kommt was mit einer 7 vor. Aber die 7 ist nicht vorne. Dann sagen wir mal, die 50 ist vorne. Wir ziehen von 50 13 ab. Dann hätte ich jetzt nämlich meine 7. Und dann wäre das nämlich 37. Spricht im Moment irgendwas gegen die Sachen, die ich aufgeschrieben habe? Nein. Schön. Okay. Prima. Läuft. So, dann Global. Bitte verarsch mich nicht wieder mit irgendwelchen Inseln um Australien rum. Das war frech. Das war sehr frech. So. Wie The Mystery Countries Nairo. Hä? Ist es noch das alte? Es hat es noch gar nicht aktualisiert. Hallo? Aktualisieren? Ah, jetzt. Gut, wir starten mit Portugal. Nee, Quatsch, wir starten mit einem B-Wort. Benin. Okay. Germany. Oder wir machen mal nur Bs. Wir probieren mal nur B-Länder, zu Beginn zumindest. Wir probieren mal nur B-Länder. Ich habe ja. B war doch der Buchstabe bei Letterle, ne? Ja, es war ein B. Okay, dann probieren wir mal nur B-Länder. Ich versuche immer so ein bisschen, ne, mir selber so Challenges zu machen. Ein B-Land wäre Brasil. Okay. Ja, jetzt hat sich schon erledigt mit den Bs, weil jetzt muss ich natürlich die Länder hier testen. Da hätten wir einmal Peru. Es tut mir immer noch leid, Peru, dass ich dich leider komplett verpeilt habe. Oh, Chile ist wieder heller. Jetzt wird's interessant. Dann gehen wir da hoch. Dann sind wir da in der Region. Aber dann. Oh nee, nicht bitte die kleinen Dinger. Nicht bitte die kleinen Dinger. Ich raste aus. Wenn es irgendwie sowas ist wie Barbados oder so. Was hat denn jetzt für eine Farbe Barbados bekommen? Weil das ist closest. Barbados ist closest. Bist ein dummes Dreieck. Und jetzt hängt natürlich wieder alles, weil ich rangezoomt habe. Oh nein, es ist eine von den Inseln, wirklich? Das ist ja noch schlimmer. Ach du grüne Neune. Ich mache jetzt aber erstmal so Spaß wie. Wobei Kuba ist einfach zu weit. Na, wobei, ich probiere Kuba aus. Scheiß drauf. Na, dann machen wir mal Haiti und hoffen. Na, es wird. Ach nee, es ist eine von den kleinen Inseldingern da. Oder ich habe Glück und es ist dann doch sowas wie Gabun. Okay, wie schreibt man das? Keine Ahnung, egal. Ich glaube, das war eh nicht hier. Ich glaube, das war was. Oh, warte. Trinidad und Tobago. Wir probieren mal Trinidad-Dings. Aber wie heißt der andere Teil? Trinidad und Tobago oder so? Ja, das lässt nämlich nicht zählen. Scheiße. Tobago? Muss ich das so schreiben? Das lässt er zählen. Aber Barbados ist closer. Ja, okay, das ist jetzt scheiße. Wenn Barbados closer ist, ist es wirklich da oben. Okay, wir probieren St. Kitts. Muss ich das komplett ausschreiben? Nein. And Nevis? Irgendwie so? Wie schreibt man das?
Ah, ohne den Punkt. Dann schreibt es nicht St. Kitts and Nevis wahrscheinlich. Scheiße. Das sind auch noch die Grenadines oder so, ne? Grenadines. Grenadine. Alter, ich habe keine Ahnung, wie man den ganzen Kack schreibt. Was ist denn da noch alles für Zeug? Muss nachschauen, es hilft nichts. Wo ist meine Karte? Da. St. Kitts and. Ach, mit V. Ich kotze ins Essen. Nein. St. Kitts and Nevis. Es ist näher dran. Okay, es ist näher dran als Barbados. Dann kann es doch nur noch das Daneben sein. Das Daneben ist dieses Angul. Was? Angula. Oder so. Wobei Dominika ist. Oh, ey, ich muss diese ganzen Dinger jetzt durch. Ich könnte so kotzen. Komm, wir probieren das mal Dominika aus. Dominika. Danke. Oh, ich meine, es ist wahrscheinlich ein Zufallsgenerator, der die Länder sucht, ne? Und einfach eins rausnimmt. Aber jetzt hatten wir gestern diese blöden Inseldinger bei Australien. Jetzt haben wir diese blöden Inseldinger über Südamerika. Es ist doch unfassbar. Nichts gegen die Länder, die haben auch Daseinsberechtigung, aber. So. Okay. Gut. Pokémon. Pokémon. Wir starten wie immer mit Palkia. Nein, wir starten mit dem B-Pokémon. Ich bin doof. B-Pokémon. Ein B-Pokémon aus Generation 5 vielleicht mal. Mit zwei Typen. Oder mit einem Single-Typ. Wir nehmen einen Single-Typ. Wir nehmen einen Single-Typ und eins, was relativ schwer ist. Ja, Boldore nehmen wir mal. Jawohl, wir nehmen Boldore. Dann kann man nämlich relativ gut schon ein paar Sachen festlegen. Okay, Gen ist weiter unten, Gewicht ist weiter unten, Höhe ist weiter oben, kein Single-Typ. Okay, wir bleiben bei B. Wir gehen in Gen 3 mit B. Bug Flying. Ein Meter ist größer, 28,4 ist kleiner. Probieren wir das doch mal aus. So. Immer noch nicht die richtige Gen, aber jetzt sind wir schwerer und auch größer. Oh! Ach so, ja, einfach, okay, größer als 1, okay, ja. Wir bleiben bei B, wir gehen in Gen 2. Nein, wir gehen in Gen 1. Hier. Ich will, ich will Dings, Bisaflor. Okay, wie heißt Bisa? Okay, Bisaflor heißt scheinbar nicht mit B. Okay, dann muss ich jetzt mein B-Dings aufhören, weil ich will jetzt gezielt Bisaflor wählen. Ich will jetzt gezielt Bisaflor wählen, weil es ist schwerer als. Also leichter ist 102, aber schwerer ist 28,4. Ne? Wobei Bisaflor ist Single-Type, oder? Bisaflor ist einfach nur Gras. Lass mal kurz Bisaflor nachgucken. Nee, ist Pflanzegift. Oh, Venusaur. Venus. Ja, übrigens, mein Spinarak von Spinne. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aggressor hat das sehr schön kommentiert. Ja. Ja, das würde nämlich bisher voll passen. Let's go. Okay, richtige Gen. Wir sind in Gen 1. Das ist gut für mich.
Das ist sehr gut für mich, weil dann sind Sachen so wie Fee und so weiter, wobei wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das nach neuen Gens dann nach neuen Gens geht oder nicht, weil die dann einen neuen Typ bekommen haben. Egal. Also, wir sind leichter als 100, schwerer als 28,4, kleiner als 2, größer als 1. Gut. Bam, bam. Dann gehen wir wieder auf B und gucken mal, was wir bei B alles finden, der Gen 1. Von den Dingen, die wir noch nicht haben. Bug ist raus, ne? Über Beautyfly ist Bug raus, genau. Okay, mit B ist es schon nichts mehr. Gut, lass mich mal Dragoran gucken. Dragoran ist Flug, ne? Dragonite. Ja, ist auch viel zu schwer. Okay, Dragoran ist raus. Was haben wir noch? Also haben wir schon. Gifte haben wir jetzt auch raus mit Venusaur, ne? Genau. Dann sind so Sachen wie Slimog, Smogon, Smogmog und so weiter auch passé. Was ist denn mit Raichu? Raichu ist Single-Type, oder? Ja, Raichu ist Single-Type. Flying ist auch raus. Dann sind die ganzen Vogel-Pokémon raus. Okay. Jetzt bin ich in Gen 1, da kann ich ein bisschen selber nachdenken noch. Was ist denn mit Rosanna? Wie schreibt man Rosanna vor allem? Ja, so scheinbar nicht. Ach man, wenn das Deutsch. Gibt es ein deutsches Pokémon-Wordle? Das wäre so gut. Rosanna, du warst irgendwo da hinten. Will die anderen Pokémon gar nicht angucken, ich will nur die Eispsycho. Jinx! Ja, wäre ich voll drauf gekommen. Jinx. So, was sagst du denn? 1,4, 40,6. Ja, können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Okay, es ist kleiner als 1,4, aber schwerer als 40,6. Und wieder nicht die richtigen Typen. Chillig. So, was ist denn mit so Kampf-Pokémon? Nocturne. Schreibt man wieder nicht so wie. Kickli. Schreibt man wenigstens Kickli so wie. Nein, schreibt man auch nicht. Okay. Kickli und Nocturne, wo seid ihr? Nee, ich glaube, die sind weiter vorne. Also weiter hinten. Ist weiter vorne, weiter hinten. Wo sind die denn? Da! Ah, die sind aber Single-Type. Nee, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Okay, ich gehe noch mal kurz zurück, weil ich will mich nicht mit Pokémon spoilern. Ich will überlegen. Ich will überlegen. Was sind denn noch mehrere Typen? Was ist denn Turtok? Turtok ist Wasser und. Ah, Turtok ist zu schwer, glaube ich. Aber was wäre denn mit Shillock? Ist Shillock Wasser und noch irgendwas? Oder ist Shillock Single-Type? Okay, lass mich die Starter durchschauen. Shillock. Nee, die sind alle Single. Okay, dann war nur Bisa-Dings, war mit Gift. Ärgerlich. Okay. Was haben wir noch so? Also Normal-Pokémon sind, glaube ich, auch immer nur Einzelnormal. Oder gibt es Normal und noch was anderes? Ich glaube es fast nicht. Nee, ich denke es fast nicht. Ich meine, was ist denn mit Knuddeluff? Zählt Knuddeluff jetzt als. Es war ja mal normal, aber dann kam ja Fee dazu und jetzt ist doch Knuddeluff Fee. Stimmt! Guck mal, normal Fee, das ist tatsächlich ein Doppeltyp. Wigglytuff. Wigglytuff oder Tuff? Was ist mit dir? 1 Meter 12 Kilo. Oh, du bist super leicht. Du bist super leicht, das war nix. Oh, was ist mit Lamo? Nee, Lamus ist. Nee, ist Quatsch. Ist Quatsch. Ach, verdammt nochmal. Okay. Was ist mit Mewtwo? Ah, das ist Single. Also wir brauchen ja immer noch was, was schwerer ist als 40,6, aber leichter als 100.
Und von der Größe her zwischen 1 und 1,4. Also nicht sonderlich groß. Groß, also nicht sonderlich groß, aber doch recht schwer. Und? Warte, was ist denn Starmie? Ah, es ist Water No. Ah, Water Psychic! Das haben wir noch nicht, ne? Water ist noch drin und Psychic ist noch drin. Psychic ist raus. Ah, nach Jinx ist Psychic raus. Schade. Kein Starmie für mich. Okay. Was gibt es denn noch an kleinen Pokémon, die aber schwer sind? Kleine, schwere Pokémon. Ich glaube, sowas wie Gengar kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich probiere es mal. Gengar. Ne, der ist Ghost Poison. Okay, der ist sogar 40,5 Kilogramm. So ein Geist ist doch recht schwer. Interessant. Aber Ghost Poison und damit raus. Weil Poison ist raus. Ah, was ist denn mit den Dickdri? Dick. Dicklet. Nee. Dicklet. Aber Dicklet ist, glaube ich, der Kleine. Was ist denn mit den Großen? Was ist denn Dickdri für. Wie heißt denn Dickdri im Dings? Wie heißt denn Dickdri? Und wo ist es vor allem? Oh Junge, wo ist Dickdri? Dickdri. Ducktrio. Oh, das ist aber Single-Typ. Schade. Schade, schade, schade. Okay, dann weiter überlegen. Dann weiter überlegen. Muss doch noch andere Pokémon geben, die klein, aber schwer. Magne-Dings. Hier, Magne. Aber sind die nicht Single? Oh, Stahl. Die sind Stahl. Electric Steel. Aber es ist genau eins gewesen, ne? Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, das ist nicht richtig, aber ich probiere es kurz aus. Okay, wir sind jetzt aber vom Gewicht her noch weiter nach unten. Wir sind jetzt zwischen 40,6 und 60 unterwegs. Also mehr wie 60 ist es jetzt nicht mehr. Ja, mehr wie eins. Das ist geblieben. Das habe ich hier. Das ist auch schon eins gewesen. Aber wir haben mehr Typen ausgeschlossen. Ey, ich muss doch langsam draufkommen, wenn es Gen 1 ist. Was ist denn noch klein und schwer? Was heißt klein? 1 Meter ist jetzt nicht so klein. Na, so groß wie Magneton. Magneton ist 1 Meter und ein bisschen größer wie Magneton darf es schon sein. Oh, Steine! Wir haben ja Ground noch übrig. Jetzt brauchen wir aber einen zweiten Typen. Was für Ground-Pokémon haben denn einen zweiten Typen? Was ist denn mit Aus? Nee, Aus, das ist Eis. Eis ist raus. Warte. Was ist mit den ganzen Geo? Gibt es die? Also heißen die im Englischen auch was mit Geo? Geodude Rock Ground 0,420. Okay, aber wenn ich jetzt weitergehe, Geo. Wie, also, wie geht das weiter? Ist das dann Kleinstein-Geodude? Und wie heißen dann die Weiterentwicklungen? Ich würde gerne mal Georock oder Geowatz ausprobieren. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Hä, wo ist denn Kleinstein? Ich doof. Müsste doch eigentlich weiter vorne gewesen sein, oder? Die waren doch relativ bald. Hä, wo ist denn Kleinstein? Ich sehe es einfach nicht, ne? Ich gehe zu schnell durch. Ich muss langsamer durchgehen. Ich will mich nur nicht gleichzeitig mit anderen Pokémon spoilern. Das ist so ein bisschen mein Problem. Da! Geodude, Graveler und Golem. Golem. Okay, Graveler und Golem müssen wir ausprobieren. Wahrscheinlich Golem, aber ich gehe erstmal auf Graveler. Okay, Graveler.
Ein Meter genau, okay. Dann Golem. Oh, das ist viel zu schwer. Oh, das ist viel zu. Ja, okay. Das war's komplett. Nee, Steine sind dann doch zu schwer geworden. Schade. Okay, dann gehen wir jetzt mal über die Bildchen weiter. Wir gehen mal über die Bildchen weiter. Also. Quappo, Wasser, Kampf. Wasser ist noch nicht raus und Kampf ist noch nicht raus, richtig? Poliwrath. Okay, wir probieren mal Poliwrath aus. Poliwrath. Poli irgendwas. Ja. Water Fighting, ja. That's it. Okay. Ich wäre gern selber drauf gekommen, ohne Bildchen gucken, aber okay. Aber es war immerhin mal gerne eins. Da konnte ich mal ein bisschen an Pokémon denken, die ich zumindest kenne. Ja, in höheren Gens kenne ich mich halt absolut gar nicht aus. Okay, ja, aber schön. Schön, schön, schön. Gut. Dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.